Sehr geehrter Herr Minister Barke, ich werfe Ihnen gar nicht vor, dass Sie irgendetwas mit den falschen Leuten aus Berlin besprechen. Ich will Ihnen zwei Dinge nur zurufen. Sie sagen, es gäbe hier keine Eile. Frau Mücklich-Heinrich habe sozusagen künstlich einen Stress hier produziert, den es eigentlich gar nicht gibt. Ich will Ihnen mal eins sagen, die Projekte in Kaling sollen im Herbst 2025 in Bau gehen, damit es in 27 in Lieferung gehen kann. Und Sie sagen uns, keine 11 Monate mehr, bevor das in Bau gehen soll, dass es da keine Eile gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie da keine Eile haben, dann haben Sie das Projekt schon aufgegeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit Verlaub, ob mit oder ohne Berlin, wenn Sie von dieser Stelle aus, nachdem Sie monatelang im Raum haben stehen lassen, dass Sie ins französische Energieministerium eingeladen worden sind, nicht einmal benennen können, mit wem Sie dort sprechen werden, dann ist das doch ein Armutszeugnis für das, was Sie in Paris machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank.